Dies ist auch hier der Fall. Ihr könnt mir aber so viel über Gorian und auch über mich selbst erzählen. Bitte bleibt eine Weile. Gott sei Dank. Heißt das, dass ich eure Getratsche nicht länger ertragen muss? Dann ziehe ich jetzt weiter. Ja, er darf mir was erzählen. Ich fürchte, dass ich das nicht kann. Selbstfindung wird am besten dem eigenen selbst überlassen. Und all eure Fragen werden mit der Zeit beantwortet. Ich kann euch eine Information anbieten, die ihr vermutlich bereits aus einer anderen Quelle erhalten habt. Die von euch gesuchten Räuber halten sich im Nordosten auf. Eine Suche in dieser Richtung wird zweifellos Früchte tragen. Nun will ich mich verabschieden. Ja, ist gut. Dann verabschiede dich mal. So, tschüss, Elminister. Ja, ja. Offizier Weil. Seid ihr der flammenden Faust. Spack. Ja, was wollt ihr? Ah, Schildkröte. Ich dachte mir schon, dass ihr es sein könntet. Hier im Süden spricht man praktisch von nichts anderem als euren Taten in der Stelle. Ich bin Offizier Weil. Von der Flamme der Faust und ehrlich gesagt könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Ich schere mich einen Dreck um euren Namen und Titel, Offizier Weil. Das Wort der flammenden Faust mag in dieser Gegend Gesetz sein, doch der Arm dieses Gesetzes reicht nicht bis zu meiner Klinge. Ich bin geehrt, eure Aufmerksamkeit erweckt zu haben, Offizier Weil. Wie kann ich euch behilflich sein? Ja, nehmen wir zweites. Meine Truppe und ich sind vom Baldur's Tor abgeschnitten. Wir haben schon seit fast einer Woche keine neuen Befehle erhalten. Und ehrlich gesagt gefällt mir das Ganze gar nicht. Die Überfälle sind seit eurer Rückkehr aus Nashtel schlimmer geworden. Früher dachte ich, dass es sich dabei um gewöhnliche Räuber handelt, die schnell etwas Geld verdienen möchten. Aber heute sehe ich das anders. Die stehen bestimmt in jemandes Auftrag. Auf jeden Fall muss ich meinen Trupp nach Baldur's Tor zurückbringen. Ich werde für jeden Räuber, den ihr mir bringt, 50 Goldmünzen bezahlen. Sagt das bitte auch weiter. Ich will das ganze Gebiet gesäubert haben, bevor der Winter beginnt. Naja. Ich sehe schon, dass ihr fleißig wart. Also weiter so. Je mehr Räuber-Skalpe ich bekomme, desto sicherer werdet ihr. Ich nehme euch die Skalps eben ab. Desto reicher werdet ihr. So, nicht sicherer. Bla bla bla. Sicherer. Ja, Kohlen, Kröten, Amphibien. Hier läuft dann auch dieser, genau, ich glaube, der ist das. Der Paladin, oder ist der? Nein. Bjorin? Sei gegrüßt. Ich bin Torfin. Nein, wir haben momentan nicht genug Platz. Nein, wir möchten dich nicht in die Gruppe aufnehmen. Mit dem haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann geredet. Bjorin war dann der sich hier schön auskuriert. Warum? Ja. Seid gegrüßt. Gute Arbeit. Die Kunde von eurem Kampf ist bis zu mir vorgedrungen. Lasst mich euch diesen Schild übergeben, in der Hoffnung, solche Taten der Gerechtigkeit zu ermutigen. Die Schwertküste braucht mehr Helden wie euch, besonders in diesen finsteren Zeiten. Bjorin, euren Schild, den kann ich doch nicht annehmen. Braucht ihr ihn nicht selbst? Ich danke euch vielmals. Gern geschehen. Ich bin nicht sicher, ob ich den brauchen kann. Den können wir doch nicht annehmen. Keine Widerrede. Sobald ich genesen bin, werde ich mir einen neuen Schild besorgen. Ich gebe den Schild gerne. Genau, der Schild, nicht das Schild. Das Schild hängt irgendwo. Den Schild trägt man. Er ist nun der Eurige. Ja, yeah, Schild. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Du hast ja so gut. Mittlerer Schild plus 1. Bla bla bla. Ja, das ist so ein Schild, der hat einfach... er macht halt, weil er magisch ist, ein Abwehrdingens mehr. Können wir, der hier macht, glaube ich, sogar, RK-Bonus 2. Der ist sogar besser, denn den sie jetzt trägt. Fällt mir ein, dass ich für dir noch, habe ich noch einen Einkeckpanzer? Nein, schade, sonst hätte ich den verarbeiten lassen können. Weil hier in der Donnerhammer-Schmiede müsste man,
aus einem Ankeckpanzer eine Rüstung machen lassen können. Dauert allerdings, glaube ich, etwas. Weil so eine Rüstung wäre zusätzlich nicht schlecht. Den haben wir denn hier? Schmied, gehen wir erstmal zu Tyramphurium. Hallo! Kann ich in diesem wunderschönen Tag irgendwas für euch tun? Für den Anfang könntet ihr aufhören, wie ein Idiot zu klingen und euch etwas Mühe geben, euren Kram an den Mann zu bringen. Das ist ja fürchterlich hier. Braga, was habe ich euch gesagt? Wenn Kunden da sind, dann halt die Klappe. Könnt ihr uns zeigen, was ihr zu verkaufen habt? Ja, ja, Krummsäbel, haben wir für dich auch noch hier mehr. Kriegshammer brauchen wir nicht mehr. Ah, dumm. Immer wenn ich zu eilig bin. Flammenschwert ist zwar lustig, brauchen wir auch nicht. Ist nämlich nicht besser als so ein Krummsäbel und weg damit. Ja, was er dafür haben möchte. Immer volle Bolzenschachtel brauchen wir. Schnellfeuerarm, was brauchen wir? Für die Schattenrüstung haben wir jetzt leider nicht mehr genug Geld übrig. Die kaufen wir dann später. Und den Meistergürtel haben wir Prunkharnisch könnten wir noch gebrauchen, haben wir aber auch nicht genug Geld für. Da fällt mir ein, wir kriegen ja gleich noch 5000. Ja. Auf jeden Fall, Immun hat ja diesen schönen Kurzbogen plus 1 und daraus wird jetzt diese Schnellfeuerarmbrust mit einem Angriff pro Runde mehr. Mit der immer vor einem Bolzenschachtel. Da kann man aber mal gucken hier, wie viel EWT 013. Angriffe 2 pro Runde. Wie beeinflusst ihr das eigentlich? EWT 018. Ich glaube, die hat auf den noch keine, wie heißt das? Anpassen? Nee, Statistiken. Lebenslauf? Nein, auch nicht. Wo waren das? Hier war das. Irgendwo, wo ist denn das? Fähigkeiten. Armbrust doch, hat die. Warum trifft die damit? Ach, ist egal, dass die damit schlechter trifft. Greift einmal mehr an, das ist wichtig. Ach, das können wir dann lassen. Dann können wir einfach dazwischen wechseln. Die sind immer voll und passt schon. So, dann können wir jetzt noch mit Breaga sprechen. Ja? Hier verschwende ich nur meine Talente. Achso, habe ich jetzt alles gegeben? Ah ja, es war ja nur die Armbrust und das Gelings. Und der. Was wollt ihr? Oh, wenn das nicht Schildkröte und seine Gefährten sind, was macht das Abenteuergeschäft? Läuft gut. Und was macht das Schmiedegeschäft? Ich wollte nur mal reinschauen, habe eigentlich keine Zeit zum Reden. Was macht das Schmiedegeschäft? Läuft fast von alleine, Schildkröte. Aber noch ist der interessanteste Teil nicht erreicht. Was ist denn der interessanteste Teil? Was macht ihr eigentlich genau? Was ist denn der interessanteste Teil? Das kommt dann, wenn der Ring an sich fertig ist. Zauberringe sind eine tückische Sache. Deswegen werden heutzutage nur noch wenige hergestellt. Das Metall muss so fein wie möglich gearbeitet sein und die Runen müssen... Aber das interessiert euch wohl nicht. In allen Details, mein Ring der Elementarbeherrschung braucht reinen Stahl. Den habe ich bereits aus dem Stück Eisen, das wir geholt haben, hergestellt. Jetzt muss er gegossen und poliert werden und danach werden die Runen eingraviert. Das klingt spannend, kann ich zuschauen? Das klingt öde. Was habt ihr da gemacht? Wo habt ihr das gelernt? Kann ich da zuschauen? Pah, das ist alles, aber nicht spannend. Außerdem kann ich beim Gießen keinen Zuschauer gebrauchen, die im Weg rumstehen. Aber genug geplaudert. Wenn ihr etwas Spannendes sehen wollt, dann kommt wieder, wenn ich die Runen graviere. Ich werde mindestens noch einen Tag brauchen, aber dann kann es jeden Moment soweit sein. Die Runen müssen graviert werden, wenn der Mond am Himmel steht. Das kommt in der Nacht, aber bis dahin nervt mich nicht weiter. Also müssen wir in der Nacht zu ihm zurück. Und die dummen Schmiede lassen sie dann in Ruhe. So, dann gehen wir jetzt mal zum Lathander-Tempel rüber oder Lathander-Tempel oder keine Ahnung. Der Lathander-Tempel, ja. Lathander-Tempel. Außerdem können wir da, da wurden wir irgendwann mal von Wölfen zwischendurch getötet und sind ganz viel vor Wölfen geflüchtet. Um die können wir uns mal kümmern.
Außerdem können wir hier unten noch jemanden entsteinern und kriegen dafür noch so einen Spiegelaugentrank. Ja genau, Wölfe, Schreckenswölfe, sterbt.